Fight. Und es ist ein technischer K.O. TKO in der 11. Runde. Nach 32 Sekunden und dadurch neuer WBA-Weltmeister im Supermittelgewicht, Giovanni De Carolis. Hallo Champs, ich melde mich mal wieder zu Wort zu dem Spektakel vom Samstag. Habt ihr es gesehen? Vincent Feigenbutz gegen Giovanni De Carolis. Ja, tut mir leid, wenn ich mich ein bisschen darüber freue. Allerdings hat der Herr Feigenbutz seit seiner letzten Aktion, also der vorletzte Kampf jetzt, ein bisschen Sympathie bei mir verloren. Da hat er ja eigentlich eindeutig nach Punkten verloren, hat dann irgendwie doch komischerweise gewonnen und war dann sehr, sehr unsportlich mit dem, was er gesagt hat. Das ist jetzt auch egal. Am Samstag gab es das Rematch und die WBA hat da Vincent Feigenbutz eine sehr, sehr große Chance geebnet. Und zwar hätte er mit 20 Jahren der jüngste deutsche Profi-Weltmeister werden können. Das war ein bisschen verwunderlich, da der Feigenbutz auf Rang 25 ist, glaube ich, in der Welt und der Carolis noch 10 Plätze dahinter, dass die dann um die WM kämpfen dürfen. Respekt, okay. Ja, beide Fighter sind ja wirklich klasse, also das ist dann unumstritten. Die Leistung von den beiden stimmt auf jeden Fall. Sind beide wirklich Top-Boxer. Ja, und Feigenbutz hat ja im Vorfeld dann gesagt, dass er sich den WM-Titel holen wird, dass es diesmal klarer wird und dass er top-fit ist. So, und dann kommen wir zur ersten Runde. So wie so oft haben sich beide natürlich ein bisschen abgetastet. So nach circa einer Minute oder waren es 45 Sekunden gab es dann mal so die ersten Schläge. Beide haben gut geblockt, gut gekontert, relativ ausgeglichen. Man muss dann sagen, von der ersten bis zur vierten Runde war der Italiener vorne, war aktiver. Ab der vierten Runde ist dann Feigenbutz gekommen, hat ein bisschen mehr Druck gemacht. Das ging dann so bis zur sechsten Runde, wo es dann wieder umgeschwankt ist und ja, man muss wirklich sagen, der Italiener hat von vornherein mehr Druck gemacht. Vincent ist immer in die Schlaghand von ihm reingelaufen und Vincent hat auch gut gepunktet, hat härter gepunktet. Der Italiener hat aber öfters geschlagen und hat von sich aus mehr Druck gemacht. Vincent hat, wenn dann, nur gekontert, ja, also hat immer nur Antworten auf die Angriffe vom De Carolis gegeben. Ja, und so ging das dann auch bis in die 11. Runde. Und in der 11. Runde, Feigenbutz bekommt eine, was war das? Ich glaube, der rechte Punch. Wir gucken uns gleich nochmal im Video an. Bekommt den rechten Punch, taumelt. De Carolis sieht seine Chance, geht hinterher, schlägt auf Feigenbutz ein. Feigenbutz dreht sich weg, kriegt einen Schlag auf den Hinterkopf. Ich glaube, das war der dritte Schlag der Kombination. Und alle anderen Schläge waren auch sauber. Und da konnte De Carolis auch gar nichts dafür, weil Feigenbutz sich einfach weggedreht hat. Ja, und dann konnte der Ringrichter nicht anders und hat den Kampf unterbrochen bzw. abgebrochen und ging dann als TKO durch für Giovanni De Carolis. Ja, und somit wurde er Weltmeister der WBA. Ja, da muss man sagen, Vincent Feigenbutz, der hätte sich fallen lassen müssen. Also er hätte bei dem ersten oder zweiten Schlag müsste er zu Boden gehen, einfach, dass er angezählt wird. Okay, dann ist die Runde weg, aber dann kann er sich wenigstens noch ein bisschen erholen. Und der Kampf war ja sehr close, also der war ja sehr knapp. De Carolis war in meinen Augen trotzdem in Führung bis dahin, also bis zur 11. Runde, auch laut Punkten. Allerdings hätte er sich einfach ein bisschen erholen können und dann vielleicht einen besseren Konter setzen oder vielleicht De Carolis auch mal auf die Bretter schicken. Ja, das hat er ja dann auch selber gesagt, dass er sich selbst zu stolz war, sich runterfallen zu lassen bzw. zum Boden zu gehen. Man merkt dann, mit seinen 20 Jahren ist er noch ein bisschen unerfahren. Er weiß jetzt aber, dass er das fürs nächste Mal einfach besser macht. Und das bringt ja auch immer, er lernt ja dadurch. Ja? Also das ist jetzt, für Niederlagen sind ja dazu da, dass man lernt. So, und dann so die Stimmen danach, da war ich dann sehr, sehr gespannt, was der Herr Feigenbutz dazu sagt. Und zu meiner Überraschung war er sehr fair. Er hat gesagt, er selber war jetzt nicht top fit.
der Karolis war besser und er gönnt ihm und er hofft auf einen dritten Kampf. Er hat ihn ja ein Rematch gegeben, jetzt sollte er ihn ein Rematch geben und ich denke auch, dass es einen dritten Kampf geben wird. Er hat auch irgendwie gesagt, er hat einen Schlag auf den Hinterkopf gespürt. Ob das jetzt fair war oder nicht, kann er nicht sagen. Also er hat schon fairer gesprochen als das letzte Mal auf jeden Fall. Dann aber Rainer Gottwald und Kalle Sauerland. Ich weiß nicht, dass man sich dann dafür nicht schämt. Also Entschuldigung, wenn man sich die Zeitlupe anschaut, natürlich war es ein Schlag, wie ich gesagt habe, der dritte Schlag war auf dem Hinterkopf, aber Vincent hat sich weggedreht. Und dass man dann so eine riesen Show draus machen muss und ja, wir legen Protest ein und das geht gar nicht und es war ein Schlag auf dem Hinterkopf und was soll das und Vincent hätte den Kampf nicht verloren, bla 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 bla. Sowas verstehe ich dann nicht, dass man dann so sein muss und dass man nicht einfach mal sagen kann, der Karolis war besser. Es gibt einen dritten Kampf, da wird alles entschieden. Das hat ja Vincent diesmal gesagt und das finde ich auch gut. Ich persönlich bin ja mal gespannt, wie der dritte Kampf verlaufen wird. Meiner Meinung nach tendiere ich ein bisschen zu De Carolis. Wobei ich noch einmal erwähnen möchte, ich finde beide Boxer wirklich super. Ja, die kämpfen ja beide in der, ich glaube, 76 Kilo Klasse, wenn ich es richtig im Kopf habe. Beide natürlich sehr geschmeidig, sehr beweglich. Trotzdem enorme Schlagkraft und ich respektiere beide Fighter. Ich finde beide super, beide Großes geleistet und ich tendiere trotzdem ein bisschen mehr zu der Carolis, aber das sehen wir ja dann bei dem dritten Kampf, wo dann, ich könnte mal sagen, alles entscheidet, weil jetzt steht es ja 1-1. So Leute, das war's von mir, mein Statement zu dem Fight. Ich war heute mal hier in Gelb, ganz ungewohnt, von meinem Sponsor Label 23. Danke dafür nochmal. Wir sehen uns in den nächsten Videos, wenn mal wieder solche Fights kommen, sage ich gerne meine Meinung dazu. Wenn ihr eine andere Meinung habt, einfach mal drunter kommentieren. Ich freue mich natürlich über Diskussionen und Anregungen. In meinem nächsten Video wird es einen Geheimtipp von mir geben. Nicht verpassen, ganz, ganz wichtig, vor allem für die Ausdauer, für jeden Kampfsportler und Sportler. Bis dahin, übt fleißig, trainiert fleißig, zerstört eure Gegner. Wir sehen uns, haut rein, euer Michi.